sprichst natürlich wieder viel über deine Vergangenheit als Dealer. Ist das so irgendwie Mittel zum Zweck, das Ganze aufzuarbeiten, oder ist das gerade so, weil es ein angesagtes Thema ist, oder wie sieht das aus? Nee, ich habe ja sonst nicht viel zu erzählen einfach. Und wenn ich über meine Vergangenheit ein bisschen erzähle, da bleibt ja nicht viel außer dieser Dealer-Sache. Und ich denke mal, die ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe, was weiß ich, Bücher übersetzen oder Malwettbewerbe gewinnen, das ist ja nicht so interessant für Rap-Tracks, denke ich mal so. Deswegen bleibt das an uns eigentlich nicht übrig. Ne?